Moin Moin, hier ist Kevs Chef mit Kev Koch Klassisch. Heute mit einem meiner Lieblingsgerichte, und zwar Königsberger Klopse. Dafür nehme ich gerne ein schönes Kalbshackfleisch. Ihr könnt aber auch gerne irgendwie ein schönes, gutes, bio-gemischtes Hack nehmen. Wichtig ist, frisch muss es sein und vernünftig durchgelassen. Ansonsten die Zutaten für Königsberger Klopse relativ einfach gesagt. Ihr braucht Kapern, ihr braucht ein paar Schalotten, ihr braucht Sardellen, bisschen durchwachsenen Speck, gerne so ein bisschen fein geschnitten, Ei und Brot mit Milch eingeweicht. Bisschen warm gemacht und damit fangen wir gleich an. Bisschen Brotwürfel oder altes Brötchen einfach mit warmer Milch einweichen. So. Komm einmal zur Seite stellen, da habe ich hier schon mal ein bisschen Petersilie. Also ein bisschen zusammenraffen und dann richtig schön fein schneiden. Rein zu dem Hack. Als nächstes ein paar Sardellen, da könnt ihr nach Geschmack nehmen, ein, zwei. Ich nehme jetzt bei der Menge gerne mal so zwei Sardellen. Also Sardellen haben natürlich durch die Einlagerung eine richtig schöne Würze, richtig leichtes Salz. Und das ist eigentlich der Grund, warum man Sardellen verwendet. Dann haben wir, wie gesagt, hier die Schalotten, auch fein geschnitten. Das Ganze muss noch mit zwei Eiern versehen werden. Da haben wir hier natürlich klassische schöne Bio-Eier. Dann habe ich, wie gesagt, diesen durchwachsenen Speck. Man kann auch irgendwie Bressola nehmen oder wenn man möchte, ein bisschen feiner machen möchte, nimmt man Parmaschinken. Aber ansonsten reicht wirklich richtig schön durchwachsener Speck. Auch wieder schön fein geschnitten mit dazu. Der ist eigentlich auch wieder dafür da, das Ganze so ein bisschen mehr würzig zu machen, so einen kleinen Räucheraroma zu geben. So, also rein mit dem eingeweichten Brot. Und dann kommt die schönste Sache, wir können es durchkneten. Als kleiner Tipp, lasst euch immer eine Hand frei. Dann könnt ihr immer noch so ein bisschen nacharbeiten. Das heißt, jetzt fehlt uns zum Beispiel noch ein bisschen Salz. Also rein mit dem Salz. So, wenn ich das Ganze jetzt schön vermengt habe, dann gebe ich dem eigentlich immer noch mal so 10 Minuten im Kühlschrank, damit es sich noch mal so ein bisschen entspannt, bevor ich dann daraus die Bällchen rühre. So, wunderbar geruht hat jetzt unsere Masse hier für die Klopse. Jetzt kommt noch ein bisschen frischer Pfeffer dazu. Ich finde immer wichtig, dass man den Pfeffer immer ganz am Schluss frisch reinreibt oder reinmalt, denn dann hat er noch so ein richtig tolles Aroma. Ran ans Abdrehen. Also ein bisschen Wasser ran in die Hand und dann geht's ans Abdrehen. Schöne Salzkartoffeln mit festkochenden Kartoffeln. Einfach runterschälen die Kartoffel. Nochmal kurz abwaschen. Wasser kocht natürlich. Salz ins Wasser rein, nicht zu wenig, also Kartoffeln brauchen schon Salz. In Italien sagt man, muss es schmecken wie Mare. Ja. Rein damit. So, und jetzt kümmern wir uns um die Soße. Ich persönlich, so als kleinen Tipp, nehme gerne so eine Zitronenschale. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass wir dann hier ja nicht das Weiße von der Zitrone haben, und denn da sind die gesamten Bitterstoffe drin und da haben wir nur das Aroma. Machen wir so zwei Slices. Haben hier den Topf vorbereitet, da wie gesagt geben wir rein, in diesem Fall ein bisschen Kalbsfond, einen guten Schuss Weißwein, noch ein bisschen Salz, ein bisschen Wasser noch dazu. Ich habe jetzt hier Lorbeerblatt, eins, zwei, bisschen Nelke mit rein, Gewürznelke und ein, zwei Pfefferkörner. Dann, wie gesagt, die Zitronenschale mit rein und wer mag, ein bisschen Zwiebel. Da könnt ihr ruhig die Zwiebel einfach so nehmen, rein damit. Und jetzt kommen die Klopse ab in den Fond. Schön langsam. Gut, wenn ihr jetzt alle drin habt, wichtig ist, dass ihr da jetzt nicht das Ganze kochen lasst wie Wäsche, sondern richtig schön slow ziehen lassen. Also ein bisschen runterstellen und dann kümmern wir uns jetzt um die Soße und dafür brauchen wir ja natürlich Kapern. Einfach längst halbieren. Für die Soße, wie gesagt, machen wir eine klassische Mehlschwitze. Brauchen wir nicht viel Butter. Einmal aufschäumen lassen das Ganze. Jetzt kommen die Zwiebelwürfel mit rein. So, dann wird das so ein bisschen angeschwitzt, deswegen heißt es ja Mehlschwitze. Heißt also, wir wollen keine Farbe haben. Das soll ja möglichst eine weiße Soße sein, deswegen die Zwiebel nicht braun werden lassen, sondern jetzt so schön glasig schwitzen und dann kommt das Mehl dazu. So, da geben wir jetzt so ca. 3 Esslöffel rein. Dabei ist wichtig, immer schön rühren, ja, dass das Ganze nicht klumpt. Ja, das ist sozusagen dafür da, damit dieser
Kleber im Mehl sich nochmal schön entfalten kann und wir eine richtig schöne homogene Soße haben, die nicht so mehlig schmeckt. So, jetzt schaut euch das mal an hier genau mit der Schwitze. Da haben wir jetzt so Bläschen, die sich bilden, und wenn das so außen so leicht weißlich wird, ja, dann haben wir eigentlich den Punkt erreicht, wo wir hinwollen, und dann können wir mit unserem Fond und Milch das Ganze ein bisschen aufgießen. Wie gesagt, kalt. Und dann geht es relativ schnell, ihr seht das. Jetzt wird das Ganze ein bisschen fester. Wichtig, immer schön weiterrühren, wenn die Milch rein ist, weil es wird relativ fest. Und dann direkt unseren Fond mit dazugeben. Schauen wir. Das Ganze schön fein unterrühren. So, jetzt haben wir hier so einen Punkt erreicht, wo die Soße so einen seidigen Glanz hat und wo sie aber noch so ein bisschen dicklich ist. Und da gebe ich gerne nochmal so als Clou am Schluss so ein bisschen Sahne dazu, ja? Damit es leichter wird. Und ein bisschen was von dem Kapernfond. Jetzt lassen wir das nochmal so 2-3 Minuten köcheln und dann geben wir unsere Kapern mit rein. Schneebesen raus, Kapern rein. Und dann rührt ihr am besten nicht mehr mit dem Schneebesen weiter, sondern nehmt euch einen Löffel, weil sonst verrührt ihr die Kapernäpfel. Das wäre ja schade. Also, jetzt schmecken wir das Ganze ein bisschen ab. Ich persönlich mag das ganz gern mit ein bisschen Muskatnuss. Natürlich frisch gerieben. Einfach rauf. Ein bisschen Muskatnuss rein. Ja, schon ganz gut. Ein bisschen Salz noch ran. Ein bisschen Pfeffer. Ja, wunderbar. Das sieht gut aus. Ihr seht, die Soße ist schön hell, hat irgendwie eine gute Konsistenz. Und dann klappt es auch mit den Königsbergern. So, Soße ist fertig. Jetzt machen wir die Salzkartoffeln mit Petersilie fertig. Ein bisschen Butter rein. Kartoffeln reingleiten lassen. Und frisch geschnittene Petersilie dazu. So, dann können wir auch schon anrichten. Und fertig haben wir unsere Königsberger Klopse. Kev kocht klassisch und jetzt probieren wir das Ganze. Oh. Super locker, super lecker.